ich bin Denise von der Klimaliste Berlin. Wir stehen hier heute vorm Reichstag, vor dem Deutschen Bundestag. Da wird gerade versucht, nachdem die eine Klatsche vom Bundesverfassungsgericht bekommen haben, weil ihr Klimaschutzgesetz völlig unzureichend war, auf die Schnelle vor der Wahl noch ein Klimaschutzgesetz durchzupeitschen, was wieder völlig unzureichend ist. Warum machen die das? Die wollen das Thema Klima aus dem Wahlkampf raushalten. Wir sagen ganz klar, kommt überhaupt nicht in Frage. Wie um alles in der Welt kann man mitten in der Klimakrise, mitten mit einem Zusammenbruch von den Ökosystemen, irgendwie noch kalt bleiben? Warum sagen die Menschen für sich, dass das Thema nicht so wichtig ist? Moment mal, das sagen die Politiker. Wenn ich mir Umfragen angucke, dann steht der Klimaschutz ganz weit oben bei dem, was für die Leute wichtig ist. An der Stelle müssen wir uns mal angucken, warum PolitikerInnen den Klimaschutz unbedingt aus dem Wahlkampf raushaben wollen und warum sie ihn nicht so ernst nehmen wie beispielsweise die Interessen der fossilen Industrie. Hier geht es um Zeiträume. Hier geht es darum zu sagen, das ist doch noch weit weg. Was ist denn an 2050 weit weg? Wenn ich mir überlege, 1990, da habe ich geheiratet, ist gar nicht weit weg. Ich erinnere mich an den Tag, als wäre es gestern gewesen. 1990 ist Toni Kroos geboren. Jeder kennt ihn, der steht in der Mitte der Blüte seines Lebens. Wisst ihr, dass 1990 von 2021 weiter weg ist als 2050? In 2050, das ist der Zeitraum, von dem hier immer gesprochen wird, sind die Kinder heute, die heute geboren werden, die Kinder, die dieses Jahr geboren werden, jünger als Toni Kroos heute. Die stehen mitten in der Blüte ihres Lebens. Und in was für einer Welt leben sie dann? Ich mache das mal am Beispiel Berlin ein bisschen auf. In Berlin im Jahr 2050, und ich sage das jetzt völlig sicher, weil ich weiß, dass es so kommt, denn die Treibhausgase, die dafür sorgen, dass Berlin in 2050 so aussehen wird, die sind jetzt schon in der Luft. Die sind jetzt schon in der Atmosphäre. Das ist Physik, die sich nicht mehr stoppen lässt. Im Jahr 2050 werden wir hier Sommer haben, die kontinuierlich über 40 Grad Hitze haben. Was bedeutet das? Ich mache das mal in einer Sprache, die da drinnen verstehen. Liebe PolitikerInnen, stellt euch vor, ihr wollt euch in Berlin eine Wohnung kaufen. Schick, hip, also Dachgeschoss. Dann, ihr habt ja nicht so viel Geld, also nehmt ihr eine Hypothek auf. Wie lange laufen Hypotheken? 25, 30 Jahre. Das heißt, 2050 ist eure Hypothek von dem schicken Dachgeschoss gerade abbezahlt. Sorry Leute, euer Dachgeschoss ist vielleicht nicht mal mehr die Hälfte wert, weil in 2050 kein Mensch mehr im Dachgeschoss leben kann, weil es so heiß ist, dass das kein Mensch da aushält. Wie werden Sie das lösen? Naja, Sie haben ja Kohle, also stellen Sie sich eine Klimaanlage rein. Was besorgt die Klimaanlage? Die sorgt dafür, dass wir noch mehr Energie verbrauchen und die sorgt dafür, dass die warme Luft aus der Wohnung in die Stadt reingeht. In eine zu betonierte Stadt, wo die Hitze sich staut, wo die Autos durch ihre Motoren weitere Hitze erzeugen. Allerdings können die Autos wahrscheinlich in 2050 gar nicht mehr so kontinuierlich fahren. Weil wir haben es in 2080 gesehen, was passiert mit dem Asphalt, wenn wir kontinuierlich über 40 Grad haben. Der bläht auf. Das heißt, das ist eine der Folgen dessen, was heute schon in der Atmosphäre passiert. Was werden wir machen müssen für die Menschen, die es sich nicht leisten können, Klimaanlagen reinzustellen? Heute im Winter machen wir Wärmestuben auf. Dann werden wir im Sommer Kältestuben aufmachen müssen. Damit nämlich die Leute sich abkühlen können. Sowas gibt es heute schon. In Phoenix, Arizona,
Da werden im Sommer die Bibliotheken aufgemacht, damit die Leute, die keine Wohnung haben, sich irgendwo abkühlen können, weil die sonst nämlich draußen an der Hitze krank werden und sogar an der Hitze sterben. Apropos sterben. Wir haben heute schon mehr Hitzetote als Verkehrstote in Deutschland. Das muss man sich mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Das findet ihr in keiner Statistik. Denn es gibt Karten von Berlin, da seht ihr genau, dass in den warmen Innenstadtbereichen, dass dort im Sommer, wenn Hitzetote gibt, dass da die Quote von Menschen, die sterben, deutlich höher ist als am Stadtrand. Am Stadtrand sind die, die es sich leisten können. Das alles werden die Kinder erleben, die jetzt geboren werden oder die letztes Jahr geboren wurden. Die sind dann so alt wie mein Sohn heute, mitten in der Blüte ihres Lebens, wo man eigentlich plant und vorankommen will. Da stehen die halt schon da und stehen vor einer Welt, die wir von heute aus kaum noch wiedererkennen. Ich will von Dürre und Bodenverlusten in Brandenburg gar nicht reden. Warum sollten wir trotzdem handeln, wenn das doch alles nicht mehr abwendbar ist? Weil das eine Welt ist, mit der wir vielleicht noch einigermaßen klarkommen. Aber wenn wir jetzt nicht sofort stoppen und im Klimaschutz sofort tätig werden, dann wird es nach 2050 halt immer noch weitergehen, die Temperaturen weiter steigen, bis wir an der Grenze angelangt sind, die wir halt auch als Menschen und mit Technik halt nicht mehr bewältigen können. Das heißt, wo ist sie? Meine Freunde von der FDP. Leute, wir haben gar nicht mehr die Zeit, auf eure Technologie zu warten. Wir müssen jetzt sofort loslegen. Und an die von der CDU und von der CSU und von der SPD. Leute, dieses Thema ist Wahlkampfthema und dafür werden wir sorgen. Und wir sind nicht allein, wir sind Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir werden alle zusammen auf der Straße sein, von der Straße aus Druck machen. Und wir werden immer bekannter werden, sodass die Menschen, die für ihre Kinder diese Zukunft nicht wollen, genau wissen, wen sie zu wählen haben. Nämlich die Klimaliste Berlin. Danke.